Dieses Video wird unterstützt von Wondershare. Aber keine Angst, ich bin hier nicht verpflichtet, irgendetwas besonders positiv darzustellen. Sie haben mich einfach nett gefragt, ob ich Lust habe, euch das neue Schnittprogramm Filmora X zu zeigen und es mir selber einmal anzuschauen. Noch dazu haben sie nach Kritik und Verbesserungsvorschlägen gefragt und die werde ich natürlich in diesem Video mit einbeziehen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns gemeinsam das neue Schnittprogramm Filmora X von der Firma Wondershare an. Dieses ist besonders an Anfänger gerichtet, aber hat auch Funktionen von sehr fortgeschrittenen Schnittprogrammen. Das heißt, als Anfänger kann man sich hier besonders gut reinfuchsen. Aber die Funktionen sind nicht nur für Anfänger gedacht, sondern auch für Fortgeschrittene und Profis. Mit den Funktionen kann man Dinge machen wie Motion Tracking, Keyframing, Stabilisierung von Aufnahmen und vieles mehr. Und das sind Funktionen, die in keinem Profi-Schnittprogramm fehlen dürfen. Zu Demonstrationszwecken habe ich einfach mal versucht, ein kleines cinematisches Reisevideo zu schneiden, um euch darin die Funktion zu zeigen. Das Importieren der Dateien geht ganz einfach per Drag and Drop. Diese werden dann in die Software geladen. Und um etwas in die Timeline zu bekommen, drückt man entweder auf das kleine blaue Plus, das sich in der Ecke jedes Clips befindet, oder man zieht es auch ganz einfach per Drag and Drop in die Timeline. Die Lautstärke kann man ganz einfach anhand eines Pegels auf dem Clip verstellen und mit Space kann man dann das Video abspielen. Die Handhabung ist in jeder Schnittsoftware anders. In Filmora war es für mich ein bisschen kompliziert, sich reinzufuchsen. STRGB zum Schneiden ist ein Shortcut, den ich nicht alle Tage so benutze. Auf Vegas benutze ich immer das S, in Premiere wird bekanntermaßen C zum Schneiden benutzt. Das Ganze ist aber kein Problem, da man sich in den Einstellungen einfach die Tastenbelegung umstellen kann und dann wie gewünscht mit seinen Lieblingstasten schneiden kann. Das erste große Plus für mich ist, dass man die Geschwindigkeit der Clips einstellen kann. Damit kann man Zeitraffer, aber vor allem auch Slow-Motion-Aufnahmen machen und das ist ein Feature, welches in jeder Schnittsoftware vorhanden sein sollte. Alle clipspezifischen Einstellungen sowie das Skalieren oder die Animation von Clips kann man durch einen Doppelklick auf den Clip erreichen. So now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. Den Rohschnitt habe ich jetzt. Jetzt fehlt nur noch das Color Grading und das Sound Design. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Color Grading an und schauen uns an, welche Funktionen Filmora uns hier zur Verfügung stellt. Da haben wir als erstes den automatisch verbessern Button. Dieser verbessert das Bild automatisch. In den meisten Fällen wird einfach nur ein bisschen Kontrast hinzugefügt. Aber ich finde, das ist eine Funktion, welche besonders für Anfänger gut geeignet ist, die sich mit dem Color Grading noch nicht gut auskennen und einfach ihre Shots ein bisschen verschönern wollen, ohne viel zu machen. Also eine sehr gute Funktion für Anfänger. Als zweites haben wir die Stabilisierung. Eine Funktion, welche in keiner Profi-Software fehlen sollte. Meiner Meinung nach ist die Stabilisierung im Nachhinein, also in der Software, immer ein bisschen komisch und wabbelig und ihr kennt das sicher. Einfach dieser Wabbel-Effekt, wenn man sieht, das wurde im Nachhinein nachstabilisiert. So ist das bei Filmora auch. Aber das Gute ist, es ist überall so. Ich finde in Filmora die Funktion sehr gelungen und sie tut auf jeden Fall ihren Zweck. Aber man sollte beachten, immer in Maßen und nicht in Massen benutzen. Ich benutze in meinen Videos immer sehr gerne LUTs. Das sind sogenannte Lookup-Tables und im eigentlichen Sinne einfach nur Farbfilter für Videos. Das Coole hier ist, wir haben ganz viele Filter mitgeliefert. Ein paar sind ein bisschen zu krass meiner Meinung nach, aber es gibt auch sehr schöne. Vor allem die Teal and Orange und die Light Teal LUT haben mir sehr gut gefallen. Mit einem Doppelklick auf einen Clip kommen wir in die Einstellungen des Clips und dort können wir auf dem Tab Farbe solche Dinge wie Kontrast, Sättigung und Helligkeit einstellen. Das ist eine sehr basische Korrektur der Farben und ich hätte mir gewünscht, dass wir ein paar mehr Funktionen zum Color Grading hätten.
Als nächstes haben wir das Motion Tracking. Das ist eine wirkliche Profi-Funktion und in vielen Software überhaupt nicht enthalten. Ich benutze Vegas Pro 18 und dort ist die Tracking-Funktion sehr, sehr kompliziert und sie kriegt es nicht immer gut hin. Mich hat es wirklich verwundert, dass es in Filmora so einfach und leicht geht. Einfach das Motiv markieren und das Ganze wird innerhalb von Sekunden gerendert. Und man kann Texte oder andere Videoclips daran anheften, welche dann einfach getrackt diesem Ding folgen. Jetzt kommen wir zu den Keyframes. Es ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr wichtige Funktion, welche ich sehr gerne in meinen Videos verwende. Mit Keyframes kann man coole Animationen in Stativaufnahmen bringen und damit Bewegung in die Aufnahmen bringen. Das habe ich hier im Video auch versucht. Ich finde, in Filmora sehen die Keyframes nicht ganz so gut aus wie in Vegas, aber das kann auch einfach daran liegen, dass der Clip ein bisschen gewackelt hat. Meiner Meinung nach ein Feature, welches nicht fehlen darf. Noch dazu gibt es wirklich Tonnen an coolen Übergängen und Effekten. Viele davon sehen natürlich etwas kitschig aus, aber es gibt auch sehr viele, welche man in professionellen Videos verwenden kann und das hat mich sehr gewundert. Besonders hilfreich fand ich die coolen Textanimationen. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht und in Vegas habe ich da nicht so viel Auswahl. So, mit dem Color Grading sind wir jetzt schon durch, das heißt, wir setzen uns jetzt ans Sounddesign. Filmora hat eine eigene kleine Soundeffekt-Bibliothek. Dort sind aber nicht wirklich viele Sounds drin. Alternativ gibt es dann noch Filmstock. Das ist sozusagen die Stock-Seite von Filmora, welche man zum Pro-Abo kostenlos dazu bekommt und über die man sich coole Effekte, Templates und Soundeffekte runterladen kann. Ich habe mich dennoch für mein eigenes Soundeffekt-Pack entschieden, da ich damit einfach immer arbeite und damit den besten Workflow habe. Ein Feature, welches ich an den früheren Versionen von Filmora sehr nervig fand, ist, dass man nur begrenzte Audio- und Videospuren hat. Das haben sie nun beseitigt und man kann so viele Audiospuren für Sounddesign benutzen, wie man möchte. Das ist ein super Plus. Das Exportieren des Videos ist auch super einfach. Man drückt einmal auf Exportieren und gibt die Einstellungen zum Rendern an und dann kann man das Ganze auch leicht exportieren. Bevor ich jetzt mein schlussendliches Fazit gebe, könnt ihr euch jetzt einmal das Video, das wir zusammen gemacht haben, anschauen. Is now.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, aber bevor wir zum Ende kommen, schauen wir uns noch einmal mein Fazit an. Ich finde, Filmora ist eine gute und günstige Alternative zu größeren Schnittprogrammen und vor allem für Anfänger ein perfekter Start in die Schnittwelt. Es bietet sehr viele Profi-Features wie Stabilisierung, Keyframing und Motion Tracking in einem sehr übersichtlichen und anfängerfreundlichen Design. Dinge, die ich noch gern gesehen hätte, wären vor allem bessere Color Grading Funktionen wie Lumetri Color oder sowas ähnliches. Einfach Funktionen, mit denen man noch ein bisschen mehr und ein bisschen tiefer in die Color Grading Welt eintauchen kann. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vor allem euch hat Filmora gefallen. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung, falls das Video Interesse in euch geweckt hat. Dort findet ihr den Link zu Filmora. Und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video wieder. Ciao.